Und da sind wir wieder im Endspurt für dieses Kapitel, würde ich mal sagen. Zumindest ist das da unten eigentlich eher ein Witz, meiner Meinung nach. Ich denke mal, dass Zelef das meiste im Alleingang regeln kann, wenn ich mir das so angucke. Also dieser Schaden ist natürlich lächerlich. Und das hier ist so der Einzige, der ein bisschen mehr machen kann. Sonst haben die alle Langspeere. Packen mal so unser Feuerschwert ein und metzeln uns später durch. Klingt nach einem guten Plan, würde ich mal sagen. Dann haben wir natürlich hier drüben unsere, naja, Problemzone in Anführungsstrichen. Wir haben ja jetzt schon eine Lösung. Mit dieser Position hier könnt ihr absolut sicher diesen Banditen angreifen, ohne dass ihr überhaupt euch mit diesen flügelstutzenden Gauner herumschlagen müsst. Und später mit Forseti kann ich definitiv ausweichen, habe ich ja schon ausgerechnet. Von daher alles wunderbar soweit. Wir gehen nach unten. Tina hat noch ein Gespräch mit Zelef, deswegen werde ich, denke ich, Zelef auch mal kurz nach oben ziehen. Das wird wahrscheinlich ganz sinnvoll sein. Brauchen wir sonst noch irgendwas hier zu machen? Ich überlege gerade. Ich glaube, Live macht zum Schluss die Arena. Ich glaube nicht, dass er es ganz schafft auf Level 15, ehrlich gesagt. Wenn, dann wird es ein ganz schön knappes Ding. Und dann habe ich diese Binde lieber zum Schluss auf ihn, sodass er im nächsten Kapitel direkt nochmal Arena machen kann. Weil als Master Knight sich wahrscheinlich sowieso einige Sachen noch kaufen wird. Und von daher braucht er auch ein bisschen mehr Geld. Das trifft sich dann eigentlich ganz gut. Dann ist dieser Kill auf jeden Fall für Feebeil, ne? Das ist wahrscheinlich eine ganz sinnvolle Sache. Ich denke aber, ich stelle dich mal noch nach unten. Du kommst jetzt nicht ganz rein, das ist schlecht. Und Zelef soll ja nach oben. Genau. Dann wartet mal ganz kurz, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Moment, also. Ich denke fast, für dich reicht es ja, wenn du hier stehen würdest. Dann stellen wir Zelef einfach dahin. Genau, machen wir das doch erstmal so. Wobei, ich kann ja auch ein Feld nach unten stellen, dann können wir gleich mit Yucha was machen. Genau, wir müssen dann noch Larsen nach oben schicken, das trifft sich doch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Patty hier aussieht, machen wir das doch so. Trifft sich wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja, wir sollten auf jeden Fall hinkommen mit unserem aktuellen Movement. Genau. Denn wir haben ja ein Yucha und Larsen Pairing, was sich irgendwie einfach so ergeben hat, was ganz witzig ist. Apropos, wenn wir dabei sind, Julia Class Change. Ihr könnt nur die folgende Klasse wechseln, Weiser. Aber sowas von möchten wir diesen Class Change hinter uns bringen. Das wird grandios, Leute. Damit erstrahlt sie in einem neuen Licht. Jetzt macht sie keine Witze mehr. Jetzt ist richtig, richtig ernst alles hier. 5 Fähigkeit, 8 Geschwindigkeit, 7 Magie, 2 Resistenz. Ja, läuft auf jeden Fall. GG. Das waren mal coole Wertesteigerungen. Yo, also ich meine, mit 30 Magie braucht man sich hier definitiv nicht zu verstecken aktuell. Und das mit Nosferatu, das kann doch witzig werden. Und die 27 Resistenz braucht sich auch nicht zu verstecken. Viel Spaß, andere Mages, viel Spaß. Ich freue mich drauf. So, jetzt schicken wir Larsen nach oben. Wir haben ja extra Monster einmal vom Feind einnehmen lassen, damit wir hier einen blauen Punkt haben, was einfach sehr viel praktischer ist. So können wir uns jetzt hier alle sammeln. Und können noch mal kurz ein bisschen Endarena machen und können auch einfach viel schneller vorstürmen. Das trifft sich alles ganz gut. Genau, Julia kriegt, denke ich, noch mal den Teleport dann. Dann machen wir da ein bisschen weiter. Ich weiß es gar nicht, Shannon? Du könntest deine Arena ja noch machen. Ich meine, ja, du wirst so nicht an die Elite-Binde kommen, so einfach. Und Ulster ist dann sicher durch. Dann brauche ich gar nicht mehr, ein Kapitel irgendwo einzusetzen. Das ist ganz gut. Ja, der kann sie allerdings auch gleich hier machen. Deswegen ist das erstmal relativ irrelevant. Haben wir jetzt noch großartig Gespräche. Also, gleich kann Zelef mit Tine reden. Deswegen habe ich ihn noch da oben hingestellt. Genau, wenn er das Yucha darüber tradet, ne, dann haben wir erstmal Platz. Und du hast Geld. Das ist schon mal sehr gut. So, damit müsste sie... Ja, genau. Das ist echt cool, dass das so gut aufgeht. Das heißt, wir gehen jetzt mit Larsen erstmal in die Arena, würde ich sagen. Und rasten ein bisschen aus, ne? Holen uns mal kurz die Elite-Binde. Das Übliche eben. Ich meine, mit der Defensive, die Larsen bei uns hat, sollte sie in der Arena auch keine Probleme haben. Abschirmung plus Schildring halt, ist eine lustige Kombination. Und Larsen ist noch so niedrigstufig, dass sie echt sehr viel Erfahrung sammeln sollte hier drin. Wurde eine ganze Weile so ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt kann sie das ganz gut ausgleichen. Sehr gut, und vor allem Verteidigung freue ich mich mit dem Set immer. Noch defensiver sein ist sehr witzig. Auch wenn es fast ein bisschen ein Meme ist mit einer Myrmidonen
derart abzugehen, was Verteidigung betrifft. Okay, natürlich, Resistenz ist noch immer ihre große Schwäche, aber da rastet sie direkt aus, wenn sie sowas hier abbekommt. Richtig cool, okay, weiter geht's. Marschach, der Rittmeister. Boom! Kommt erstmal der Crit und dann nochmal ein Astra hinterher, weil es so schön ist. Auch wenn es unnötig ist, aber egal. Das ist Larsay. Übertreibt's gerne mal ein bisschen. Jo, werd schneller. Sammel mehr Fähigkeit. Alles gut so. Noch eine Runde, jo. Luis, der Myrmidone, ist dran. Bam. Ja, aber sowas von. Sie hat ihnen nicht die geringste Chance gegeben. Einfach durch. Schön. Jo, sehr gut. Noch mehr Verteidigung. Großartig. Ja, das ist schön. Das finde ich schon ganz lustig. Oh, der Malda, der könnte gefährlich werden. Ne? Ein Kriegsmager mit Elfenfeuer. Er hat halt eventuell wieder sein blödes Adept drin. Oh, okay. Trotzdem, Adept ist für mich absolut tödlich. Deswegen habe ich immer ein bisschen... Okay, alles klar. Na, weiß man nie, wenn er hinterher liegt. Er hat jetzt 50-50s, aber trotzdem sind hier bei 1 RN und naja. Gut, 50-50 macht keinen Unterschied vom RN-System an sich. Ne? So, 3000 G. Der Gismond, den vermöbelt sie schon auch noch. Nichts leichter als das. Bam. Bam. Oh mein Gott. Man Astra mit einem Doppelcrit. Warum auch nicht? Schön. Genau, jetzt ist eigentlich nur noch Xenon drin. Aber selbst wenn Xenon sie outspeedet, was glaube ich nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ich meine... Oh ne, nicht mal. Okay. Nevermind. Aber die Sache ist mit der Abschirmung und dem Schildring... Ja, wobei. Wow. Er hat mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Er haut doch ganz schön zu, muss man sagen. Respektable Leistung. Das war nochmal satte 100 Erfahrungspunkte für Larsay. Okay, ein schlechtes Level-Up, aber egal. Damit ist sie erstmal durch. So einfach kann es gehen, ne? So einfach geht das manchmal. Schon ganz witzig. Jo, weg mit der Elitebinde und dann ist erstmal wieder Platz für andere da. Sehr gut. Das hat sich gelohnt, aber sowas von. Ach ja, wollen wir die Abschirmung noch reparieren? Ich überlege gerade. Ne, das machen wir wenn dann im nächsten Kapitel. Weiß nicht, wie viel Geld jetzt Yuchan noch hat, aber theoretisch kann er sich dann auch kurz die Elitebinde nochmal krallen. Wobei er sehr viele böse Gegner gegen sich hat. Luis könnte er noch schaffen, aber Xenon wird er, glaube ich, auf keinen Fall schaffen. Also, da sehe ich schwarz, was das betrifft. Ach ja, warte mal, Yuchan muss sich ja noch dein Geld holen. Wobei, das kann er dann trotzdem noch machen, ganz im Ernst. Weiß nicht, ob ich Yuchan noch an die Front stelle. Okay, Feebeil holt sich hier auf jeden Fall den Kill, würde ich sagen. Das ist ja easy. Das ist auf jeden Fall mal wieder eine Steilvorlage. Zack. So. Ich denke, theoretisch könnten wir mit Nana auch noch ein paar Mal Rückkehr spammen, wenn wir schon dabei sind, weil die Infanterie wird nicht mehr so gut nachziehen zur Front und an sich. Wie sieht's da aus? Ja, sie kann realistischerweise es sogar auch noch schaffen. Also, wenn wir einfach Rückkehr spammen, so die letzten paar Züge, geht das wahrscheinlich sogar echt. Genau, jetzt können wir unser Gespräch mit Zelef gleich führen. Patty geht zwei Felder nach unten. Und so hat das doch alles System, so ist das alles ganz cool. Wenn wir dabei sind, machen wir vielleicht erstmal noch die Arena mit Zed, oder? Ich denke, das gefällt mir fast etwas besser. Genau, dann kann ich mich auf ihn eingehen in Ruhe. Ich meine, brauche ich viele Worte zu verlieren bei diesen Bases? Hat jetzt schon einmal ein Level hinter sich, aber... Ja, ihr seht es, ne? Dann hat er hier Folgeangriff und Adept, was natürlich super wünschenswert ist, grandios. Zed ist ein unglaublicher Pre-Promote, ne? Ist er schon weiser als hier sein Bragi-Blut in dem Fall. Meistens wird er eher Foseti-Blut haben. Es kommt jetzt ganz drauf an, weil es halt das Canon-Pairing ist, ne? Von Levin und Aranus. Meistens. Aber, ja, Zed ist halt vor allem derjenige, der mit Stats dann vieles ausgleicht, ne? Während Arthur einfach sein Pferd hat und oft im Einsatz ist. Und ich denke, Foseti ist sowieso wegen dem Ausweichen oft nochmal ein bisschen besser fast. Das ist oft... mehr darauf sogar ankommt, weil es einfach super praktisch ist und du sehr gut einfach rein umspielen kannst und so. Das ist schon ganz nett. Ich mag es, dass er hier seinen Blitz dabei hat. Es ist echt erstaunlich, dass so ein Lichtmagiebuch selbst hier schon 14 Damage macht und 5 Gewicht ist jetzt auch nicht unbedingt viel. Ganz coole Sache. Ich kann ja nebenbei, wenn wir die Arena mit ihm machen, weiter auf ihn eingehen. Das hatten wir irgendwann mal geplant und jetzt, wenn die so systematisch wieder joinen, können wir es eigentlich wieder aufgreifen, würde ich auch sagen. Das trifft sich doch ganz gut. Ich glaube, hier kannst du mit einem Windbuch auf jeden Fall einsteigen. Ja, er kämpft im Nebenbei. Jo, ich meine, seine Bases sprechen voll und ganz für sich. Ne? Ihr seht jetzt auch seine Growths nochmal.
Magiewachstum ist in Ordnung, Geschwindigkeitswachstum ist in Ordnung, Resistenzwachstum ist jetzt in meinem Fall sehr gut. Also mit Claude macht man wenig verkehrt und dass er alle Sterbe nutzen kann, ist sicherlich ganz cool. Achso, ja, wir haben Donner gegen uns, das passt schon, wunderbar. Er ist halt wirklich krass von seinen Bases, ne? Das muss man wirklich sagen. Das ist auch so jemand, wo man ganz klar sagen kann, jo, der braucht gar nicht mehr so viel rausholen, da ist das Wachstum eigentlich fast... Ja, es ist definitiv zweitrangig, keine Frage, ne? Selbst wenn Zed jetzt total screwed wäre, würden ihn seine Bases immer noch ganz gut retten. So ein bisschen das Phänomen, was auch später zum Beispiel in Fire Emblem 7 mit Pent der Fall ist. Ich glaube, man kann ihn relativ gut mit Pent vergleichen sogar. Ich denke, das dürfte mit der beste Vergleich sein. Einfach ein krasser Typ, ne? Ich meine, über Pent in Fire Emblem 7 braucht man auch nicht viele Worte zu verlieren. Wer da die Effizienz nicht rauslesen kann, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Aber ja, das Interessante an Zed ist allerdings trotzdem, ihr würdet jetzt vielleicht denken, okay, der ist ja so krass, ne? Was ist denn mit dem Replacement? Aber nein, sein Replacement ist Hawk. Und Hawk ist ein verdammt gutes Replacement. Also ein richtig gutes Replacement. Ihr seht seine Bases jetzt hier. Ich blende natürlich auch mal alles ein. Und ja, das Interessante an Hawk ist, und ihr seht jetzt hier auch wieder miserables Wachstum, vielleicht, bis auf Geschwindigkeit. Was sehr gut ist im Übrigen, dass er ausgerechnet hier ein gutes Wachstum hat, das heißt Geschwindigkeit oder Maxen. Fragt euch jetzt, naja, wird dann überhaupt Magie maxen oder so? Die Sache mit Hawk ist, und das ist das Interessante, was man leicht übersehen kann, dass er gleich zwei Events hat, die ihn jeweils plus drei Magiepunkte geben. Das letzte nur, wenn er mit Tine oder Linda verliebt ist, aber das ist ziemlich cool. Sehr praktisch gegen die Typen, ja, bleiben wir bei Blitz, genau. Und somit hat der Typ ja quasi mindestens 28 Magie, kannst du sagen. Also er wird definitiv Magie maxen, auch wenn er nur 20% hat. Also das ist schon eher unwahrscheinlich, dass er es nicht maxt, bei so vielen Leveln, die er noch vor sich hat. Ne? Wobei, naja, ja doch, bis 24 ist der Durchschnitt, das stimmt. Also man hat es im Normalfall schon gemaxt. Ich muss es gerade nochmal im Kopf durchrechnen, aber ja, auf jeden Fall realistisch, wenn man seine Events mitnimmt. Und deswegen ist Hawk auch ein sehr gutes Replacement. Weil Zed ist eigentlich nur wirklich sehr besonders, wenn er noch vor Seti hätte. Ansonsten, er ist einfach ein verdammt guter Mage, ne? Also, und er braucht auch gar nicht so viel mehr als das zu sein, ehrlich gesagt. Das ist völlig in Ordnung. Sehr cooler Typ. Für viele ein absoluter Favorit, ganz klar. Ich meine, mit Zed kannst du ganz schön viel rulen. Und was an Zed auch wieder cool ist, ist halt, dass er mega viel Resistenz mit sich bringt. Was halt vor allem im Endgame super praktisch ist. Eine Resistenz im Endgame haben ist einfach King. So, in Radiant Dawn ist es zum Beispiel ähnlich. Da willst du auch möglichst resistenzstarke Einheiten haben. Beziehungsweise ist es sehr viel wert, wenn du das hast. Brauchst jetzt nicht zwingend überall sehr viel Rest zu haben, aber es ist auf jeden Fall immer eine große Erleichterung. Na, viele magiebasierte Gegner machen diesen Set natürlich automatisch sehr viel wichtiger. Und so ist das einfach zum Schluss. Jetzt kann er sich nochmal gegen Xenon behaupten und dann ist er auch durch. Das war aber auch relativ klar, dass Zed absolut keine Probleme in der Arena haben wird. Wäre verwunderlich gewesen, wobei der könnte noch adapted werden. Aber mit 25%, naja, da wäre man schon ziemlich screwed. Aber ja, all in all, fantastische Einheit. Ja, ich denke, wäre auch irgendwo wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wäre wahrscheinlich A in der Tierliste, schätze ich mal. Einfach weil er tatsächlich noch beritten sein würde. Müsste, dann wäre S Tier, ja, definitiv. Also... Ja, das hält ihn einfach, das hält ihn noch davon ab, aber ansonsten passt einfach alles. Mit dem Typ stimmt sonst alles, also krasse Einheit. Ah ja, wir haben jetzt eine Menge Geld, theoretisch können wir auch ein bisschen was wieder repairen oder so, wenn wir wollen. Das geht schon klar, ne? Ich überleg gerade so ein bisschen. Aber aktuell haben wir eigentlich noch genug und ja, ich kann auch einfach die Stärkung spammen, aber die Stärkung kann ich eigentlich auch anderen Leuten geben. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie es mit den A-Rängen bei Stäben überhaupt aussieht, weil es immer so ein bisschen schwierig tatsächlich, A-Ränge auf Stäbe zu bekommen. Du schaffst es ja zum Beispiel nicht, ne? Also du wirst nur einen B-Rang später haben. Nee, du bleibst sogar bei C. Quatsch, was rede ich denn? Ist dann mit Troubadouren ein bisschen fies diesbezüglich vielleicht, aber gut. Ich wollte mal ganz kurz wegen Julia nochmal gucken, ne? Genau, du hast ja auch nur einen B-Rang. Das heißt, es ist immer gar nicht so einfach, da ranzukommen. Aber ja... Wie auch immer. So, Zed ist durch. Das heißt, wir können unser Gespräch mit Tina jetzt auch mal führen. Sehr gut. Let's go. Entschuldigt, Tina, ihr kennt nicht zufällig Prinzessin Ishtar. Doch als ich jünger war, war sie für mich wie eine Schwester.
Sie war eine der wenigen, die mich gut behandelt haben. Wisst ihr, wer der Mann ist, der sie gerade aufgesammelt hat? Das war wahrscheinlich Prinz Julius. Der Kronprinz persönlich? Seid ihr euch da sicher? Ich denke schon, die beiden sind ein Paar. Deswegen hat er wohl... Dann habt ihr Prinz Julius schon mal getroffen? Ein, zwei Mal, als ich in Belhalla war. Ja, wie soll ich das beschreiben? Er zieht die Menschen auf seltsame Weise in seinen Bann, nur um einen Blick in sein eiskaltes Herz zu werfen. Er ist furchteinflößend. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er ist nicht mal menschlich. Was? Reptiloiden in meinem Fire Emblem? Was ist denn das hier schon wieder? Jetzt geht's aber los. Ein Spaß beiseite. Aber ja, interessanter Dialog an sich. Ja, was hat's mit Prinz Julius auf sich, fragt man sich. Ich denke wirklich, wir können miteinander noch ein bisschen Sterbe spammen. Du kannst aber auf jeden Fall noch an die Front, mein Lieber. Den Kriegerbogen, ich muss gerade echt überlegen, wer den dann bekommt. Das ist echt interessant, weil an sich kommt Lester mit einem Meisterbogen ziemlich gut klar. Der ruled gewaltig und... Ach ja, richtig. Arena, das ist eigentlich gerade so ein Stichwort. Ich meine, du wirst die Elitebinde nicht mehr holen. Ich meine, ich kann noch mal übers Orakel prüfen, ob wir irgendwo realistischerweise was rausholen können. Aber ich bin mir da sehr unsicher. Ich glaube nicht, dass das so gut klappt. So, das hast du natürlich immer, bist immer von deinem Stärkewert abhängig in der Arena, was das schade ist. Wenn du natürlich magisch die wahrscheinlich viel besser dezimieren würdest. Naja, egal. Ja, und Ares, ja, ne, wir müssen erstmal an Geld kommen und das wird für viele eher problematisch. Wobei Ares neben Layli wahrscheinlich ist, ja, nicht mehr in der Zeit, die wir haben wahrscheinlich. Müsste man jetzt rumkalkulieren, wie wild, dann könnte vielleicht ganz zum Schluss noch die Arena machen für die Elitebinde. Ja, naja, ne. Ja, ich denke, wir schicken dann später, wenn die hier durch sind, vielleicht auch mal welche nach oben. Ja, dann ist jetzt erstmal Lester dran. Lester hat immer noch die Möglichkeit, natürlich mit seinem Meisterbogen hin und wieder mal mit einem Crit in der Arena auch nochmal besser was zu reißen. Sehen wir mal, bisher ist er ein bisschen lässt zu wünschen übrig. Also er hat das schon, sogar schon ein Problem hier. Wirklich? Wurde er adapted oder was? Oder warum hat er das nicht geschafft? Komisch, naja, egal. Oder habe ich ihn einfach so raus? Ich bin gerade dezent verwirrt, aber egal. Hat er wirklich gegen diesen Typen mal gefailt gehabt? Lol. Ich bin gerade etwas überrascht, aber okay. Ja, Lester müsste wirklich mal nachziehen von seinen Stats. Das ist ein bisschen schade. Und ich meine, der Folgering ist an sich sehr wertvoll. Das heißt, notfalls muss Lester irgendwann mal dann doch auf die Bank gesetzt werden, wenn es so weitergeht, ne? Das heißt, das ist einigermaßen gefährlich, aber es geht sogar voll. Na doch, er schlägt sich bisher ganz gut. Kann man nicht klagen, aber ich glaube, einen Mage hat er noch vor sich. Das ist dann, glaube ich, der nächste mit Adept, ne? Naja, der kommt jetzt genau. Das ist halt das, was immer nervig ist, wenn du einfach wegadaptet wirst. Und gegen den kann es leicht passieren, weil er mehr Hits braucht. Immerhin hat er 100% und er 57%. Ja, da geht's auch schon los, ne? Wunderschönes Adept, danke dafür. Natürlich trifft er beide 50-50s. Aber egal. Der hat noch Zeit, wir können ihn immer noch healen und so. Wir können dann mal Leute nach oben stellen. Ach ja, ich kann sogar Lana hochschicken, ne? Das ist eigentlich ganz lustig. Ach ja, und ich kann auch einfach miteinander healen. Das geht natürlich genauso. Ja, Diamoid, der wird wahrscheinlich nicht so weit kommen, schätze ich mal. Weil seine Stärke ist einfach wirklich mit einem Donnerschwert aufzuräumen. Und leider gehen die da ja immer in den Nahkampf über in der Arena, was ein bisschen schade ist, so gesehen. Wäre schon ganz cool, wenn man sich das bei 1, 2 Range-Waffen irgendwie noch aussuchen könnte, ne? Das wäre ein sehr schönes Feature, durchaus. Weil auf Range 2 würde er deutlich besser abgehen. Und vor allem sowas wie Xenon wird er auf keinen Fall schaffen, also das würde mich enorm wundern. Naja. Eine gewisse Weile wird er schon durchhalten, das ist nicht das Problem für ihn. Das ist schon in Ordnung. Guter Kampf. Und so oder so, im nächsten Kapitel werden wahrscheinlich die meisten mit einer Elitebinde ihre Kämpfe bestreiten können. Und da wird nochmal einiges, was zur Hölle, wirklich. Ach, aber er hat auch verfehlt, okay. Ich meine, es sind 50-50s, aber come on, spiel bitte. Oh mein Gott. Uff. Komm schon. Danke. Das war ein Match. Bis auf einen KP runtergeschlagen, aber immerhin hat das noch gerissen. Sehr gut. Ja, Magie ist immer echt schön, wenn er Magie bekommt. Auch wenn es nur zwei Werte sind, aber...
Diamond ist toll, wenn er viel Magie sammelt. Das ist schon schön. Ich mag das. Ja, ist schneller als Luis, das ist gut. Das hilft ihm auf jeden Fall. Ja, sauber. Doch, er kommt doch ganz schön weit. Ich denke aber, gegen Xenon wird er failen. Das ist relativ sicher. Würde mich jetzt doch etwas wundern, wenn er das noch schaffen würde. Aber drücken wir ihm die Daumen, vielleicht bekommt das ja hin. I don't know. Jetzt kommt wieder ein nerviger Adept-Typ, der Leichtdeuter aus dem Spiel nehmen kann, leider. Je nachdem, ob er Adept triggert oder nicht. Ne? Immerhin sind wir einmal schon mal ausgewichen, das ist ganz gut. Mein Gott, ist der Adept... Oh mein... Okay, wir sind zweimal ausgewichen. Ja, meint. Aber wir brauchen sehr viele Schläge gegen ihn. Oh. Aber er triggert das so gerne, das nervt mich tierisch an ihm. Okay, jetzt hat er es mal nicht getriggert, aber... Boah, jetzt war ich da zweimal aus. Oh Gott. Bitte nicht normal. Oh Gott. Oh nein. Komm schon, Diamond. God damn it, das war so klar. Wie nervig, ey. Ist gut, ist gut. Können wir dein Donnerschwert echt reparieren eigentlich. Wobei, naja, ich will die Arena beim nächsten Mal auch noch irgendwo mitnehmen können. Was haben wir eigentlich dann Waffen noch übrig? Okay, ich will eigentlich keine solchen Klingen nutzen. Das würde meine Trefferquote zu sehr schaden, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hat irgendwer noch ein nettes Schwert mal für dich, was wir rüber traden können oder so. Okay, wow. Ares, stimmt, du bist dann auch noch dran, ne? Stell dich mal neben Layli. Wir können eine Weile eigentlich neben Layli bleiben und dann wirklich Ares ganz zum Schluss in die Arena stellen. Vielleicht ist das doch nicht der schlechteste Plan, wenn ich so darüber nachdenke. Ist das eigentlich ganz cool. Genau, wir können noch Julia... Quatsch, ne, Lana können wir nach oben schicken, weil Julia jetzt den Teleport kriegt. Ganz klar. Ach, verdammt, ich kann den noch nicht ankaufen, ne? Ja, stimmt. Da muss Julia noch eine Runde hier verweilen und kann erstmal nicht viel machen, was? Das ist irgendwie bedauerlich gerade. Naja. Haben wir noch irgendwas... Was haben wir denn so an Stäben, ne? Ich glaube, nichts, was mir gerade was bringen würde. Schade. Guck mal ganz kurz nach. Jo, also da brauche ich nichts. Das ist erstmal Quatsch. Ja, okay, da muss ich noch eine Runde verweilen. Das ist in Ordnung. Das passt schon. Ist halb so wild. Natürlich kann ich dich aber auch... Ich kann noch einen zurückschicken, weil die Arena ja auch drüben machen könnt. Auch Julia nicht unbedingt an der Front, ne? Dann könnte sie jetzt zum Beispiel einen Diamond oder so healen ohne Probleme. Oder auch Lester. Ja, ich meine, dann kann ich zweimal euch zurückschicken. Und Lester würde ich wahrscheinlich sowieso ganz gerne drüben haben. Dann kann Julia jetzt nochmal kurz healen. Warum nicht? Rückkehr bringt uns mehr Erfahrungspunkte. Wir machen das mal kurz so. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Weil sie könnte realistisch tatsächlich auch nochmal das schaffen, ne? Das wäre schon ganz cool, wenn sie das in den Kapiteln noch hinbekommt, ihren Class Change. Er ist nicht so unrealistisch. Level 18, das kann hinhauen. So, jetzt hat sie hier eher die Arena vor sich. Sag mal, Patty, bist du nicht, wenn du ein Eisenschwert nimmst, gegen einen Myrmidonen schnell genug? Vielleicht ist es tatsächlich die bessere Wahl, weil das war ja das letzte Mal das Problem, ne? Wie sieht's denn da aus? Ja, dann bist du schneller, das ist gut. Das ist natürlich kein Folgeangriff, aber gegen ihn war das auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, er hat nur 47%. Nice one, das ist gut. Du hast jetzt quasi schon genug Geld, um es live weiterzugeben, ne? Das ist auch sehr gut. Schönes Level-Up auch noch. Ja, das Eisenschwert ist zerbrochen, aber das kann mir erstmal relativ egal sein. Ich glaube, ich kann es sogar direkt wieder reparieren, ohne Probleme. Es ist ja immer besser, wenn sie eigentlich systematisch ihr Geld erst weitergibt. Und Life hat nicht viel Geld gebraucht, ne? Das reicht, glaube ich, mit 1500 sogar. Erreichst du ihn überhaupt direkt? Nö. Aber ist egal. Du kannst ja auch später noch deine Arena machen, wenn du willst. Okay, dann... Jo, du kannst jetzt in dem Fall nämlich healen, das ist ganz praktisch. Dann kannst du dein Purgativ nämlich mal zerbrechen lassen. Der wird reserviert für Fee, das ist schon klar. Nice, auch direkt noch ein Level up. Sehr gut. Stärke, okay. Aber was willst du auch noch großartig sammeln, wenn du Magie auf 30 hast, ne? Ist deine Rest eigentlich ausgemaxt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass 27 das Class Cap war. Ich meine, bei Julia ist das eh komplett insane, was das betrifft. Also, was Magie betrifft, ist sie die absolute Expertin, ne? Da wächst dann kein Gras mehr. Müssen wir übrigens immer noch gucken, weil ich muss noch dieses eine Dorf besuchen. Das sollten wir auch noch unterbringen. Ich glaube, ich schicke Euphi zurück, dann macht er das halt. Warum nicht? Okay, weiter geht's, Leute. Wir wollen ja noch vorwärts kommen, aber Arena zieht natürlich immer alles so ein bisschen in die Länge, das ist klar. Das kennt man so. Das Schönste ist, dass wir da jetzt endlich mal durch können. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, mit Altena kann man übrigens nichts machen. Also die steht da einfach nur rum.
und chillt so ein bisschen, aber du kannst da nicht wirklich viel mehr machen. Ah ja, okay. Ich denke, Eufy macht nochmal die Arena, das kann er oben mal kurz machen. Ah, seht mal. Weil soll er das Dorf besuchen? Ja, komm. Eufy. Was hast du jetzt dabei? Du hast noch deinen Panzerbrecher, ne? Das ist in Ordnung. Das geht schon voll klar hier. Alles klar. Machst du fertig. Ich weiß gar nicht. Er könnte mit dem Dorfbesuch tatsächlich später im nächsten Kapitel auch direkt die Arena mit einer Elitebinde vielleicht nochmal machen. Sehen wir mal. Wäre interessant. Wir haben jetzt diesmal doch einen gepanzerten Arm, aber da wahrscheinlich eh kein Problem für Eufy, egal. Eufy hat auch an sich gute Resistenz, also mit solchen Leuten sollte er gut klarkommen. Selbst wenn der eine Typ später Adept triggert, sollte er immer noch ganz gut die Arena meistern können. Der hat am wenigsten Probleme, schätze ich mal, mitunter. Genau, wir müssen jetzt einfach mit denen allen nachziehen. Das haben wir, hätten wir theoretisch auch am Part anfangen. Also ganz am Anfang des Kapitels hätten wir das machen können. Aber ihr seht schon, ja, jetzt haben wir so ein paar Elite-Binden-Trades, die sich halt doch noch lohnen. Deswegen war es sinnvoll zu warten. So werden wir insgesamt mehr an Erfahrung generieren, als wenn wir alles gleich am Anfang machen. Das ist oft einfach Quatsch. Aber man muss natürlich abwägen, muss immer so ein bisschen seine Werte auf dem Schirm haben. Man muss wissen, was einem noch bevorsteht und so. Ich meine, bei Lasse und Jutscha zum Beispiel würde man sich dann doch eher ärgern, hätte man jetzt gleich am Anfang die Arena gemacht. Und das war so ein Faktor mit dem Pairing, wo man nicht unbedingt gleich sagen kann, okay, das ist jetzt so realistisch sichtbar, ne? So, jetzt hat er wieder einen Panzerbrecher voll geschmiedet. Man kommt, dass eigentlich so Effektivschadenwaffen gar nicht so toll sind für die 50 Kills, ne? Weil Crit ist so relativ. Du hast dann zwar Crit gegen normale Gegner, aber ich meine, gegen diejenigen, gegen die es effektiv ist, machst du ja quasi sowieso immer deinen Effektivschaden. Oh, nett. Warte mal, ach stimmt, du hast ja sowieso Crit standardmäßig, das kommt auch noch oben drauf. Jo. Alles klar. Jo, ich meine, der sollte das Einfachste sein für dich. Interessant wird wie immer eigentlich nur Xenon, aber ihr seht's ja. Eufy ist brutal. Der hatte gar nicht so viel zu tun in dem Kapitel bisher. Stand die ganze Zeit neben Tine rum. Was ich vielleicht irgendwann mal bezahlt machen könnte. Oh mein Gott, Eufy. Holy shit. Eufy. Ja, leider ist der Typ schneller. Ist ein Problem. Ich kann nochmal gucken. Wie ist es? Ja, Langschwert zieht uns zu sehr runter. Ja, ist, wobei seine Trefferquote wäre tatsächlich mehr screwed, ne? Ich kann mal gucken, wie es ist, wenn ich einen Langspeer nehme. Aber ich würde nicht zu viel erwarten. Aber eine andere Lanze könnte ihn eventuell noch gar retten. Sehen wir mal. Ja, jetzt sind es immer noch 50-50s. Oh. Okay, cool. Das geht natürlich auch. Danke, Eufy. Das hat den Kampf natürlich direkt trivialisiert. Sehr gut. Dann sind wir ja fertig. Wunderbar. Okay. Coole Sache. Jo, Zelov, du gehst nach unten, genau. Könnten eigentlich direkt für dich wieder tanzen, an der Stelle dann vielleicht sogar, ich weiß nicht. Ja, ich will, dass du an die Front kommst, mein Freund. Das ist wichtig. Ah ja, genau, Feber kann die Arena auch machen. Halt, stopp, dann musst du aber darüber. Können wir denn noch irgendeinen hinstellen? Oder stelle ich doch Nana mit nach unten? Aber Nana würde ich ganz gerne healen vorher. Ach ja, und Jutscha kann sich selbstverständlich... Oh verdammt, wenn ich dir jetzt das Geld gebe, dann stehe ich vor dem Eingang. Ich hätte mich doch nicht so weit nach unten stellen sollen. Wie bedauerlich. Naja, egal. 37.000, das ist jetzt gerade gar nichts. Das ist klar. Okay. So, Lester kann die Arena nochmal probieren. Der wurde ja nur wegadaptet. Richtig fies, ey. Sehr gut, sehr gut. Weiter so. Ja, ja. Yes! Sauber. Effektiv weggefetzt. Jo, das sieht bei den meisten doch wirklich stabil aus. Später müssen wir natürlich noch Fee mit Zed sprechen lassen. Das ist auch noch wichtig. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Außerdem hätte sie auch noch ein Secret Event auf der Karte, was an sich keinen wirklichen Nutzen hat, aber... Ja, ich muss mal gucken, ob ich das realistischerweise mitnehmen kann. Wir können Nana noch oben mit der Rückkehr sie zurückschicken lassen.
dann kann sie wahrscheinlich hinfliegen, aber ob das noch in absehbarer Zeit drin ist, muss ich mal gucken. Ich hoffe es einfach mal. Jackson. Haben wir den überhaupt schon gesehen? Ich glaube nicht, oder? Ist noch niemand so weit gekommen. 50-50s hat er. Wir haben 92%, aber wir brauchen noch sehr viel länger als er. Das ist, oh mein Gott, er hat Adept. Oh, come on, wirklich, direkt weg adapted, einfach instant. Oh, nervig. Egal. Wir selbst können natürlich auch kritten, das dürfen wir nie vergessen. Okay, genau, du verkaufst bitte mal deinen Teleport, dann soll Julia ihn gleich ankaufen und dann soll Julia ausrasten mit Teleport. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wartet. Oh nein, es sind zwei B-Stäbe. Nicht schon wieder diese Sache. Warte mal, ich denke mal, der Teleport ist weiter unten anzusiedeln. Warte, was war der andere Stab? Ich bin gerade verwirrt. Das war eine Erholung, oder? Okay, Erholung ist auf jeden Fall teurer. Das weiß ich. Außerdem sollte Erholung auch weg. Never mind. Erholung ist teurer zu reparieren. Darüber sehen wir das. Wobei, naja, wir sehen es aber noch nicht direkt. Das ist das Problem dabei. Ugh. Oh nein, ich will keine Erholung kaufen. Hilfe. Warte, und du hast einen Purgativ dabei, der auch ein B-Stab ist. Nice. Also Leute, jetzt können wir wieder abwägen, was ist. Großartig. Ich denke, dass der Teleport weiter unten landet als die Erholung. Das ist, die werden nach Item-IDs sortiert, also schätze ich mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Teleport bitte eine höhere Item-ID hat, okay. Oh Gott, das hört mich immer so. Moment, die Erholung ist eindeutig teurer. Ich denke, das hier ist der... Verdammt, das war der Purgativ. Nein! Goddammit! Ah. So viel dazu. Schön. Ich hasse es, dieses Ratespielchen. Na egal, dann kannst du später beim Purgativ auch noch sammeln, was soll's, wenn du es dann überhaupt noch brauchst. Naja, 6 Level kriegst du über Teleport, wenn du ihn voll ausreizt. Halt, Moment mal, bevor ich Lana nach oben stelle, heile ich erstmal Lester, oder? Ich meine, mit deinem Magiewert wirst du ihn wahrscheinlich so schon gut genug healen, oder? Na, es geht. Hätte besser sein können, aber egal. Level up. KP, Fähigkeit, okay? Aber Lana kommt nach drüben. Halt, nein, Moment, jetzt kann sie sich nicht mehr bewegen, das ist schlecht. Ich könnte Lester nochmal hochschicken, wenn ich möchte. Egal. Das hätte ich jetzt besser planen sollen. Okay, lass mal überlegen. Dich kann ich noch nach oben stellen, wenn du die Amuid geheilt hast. Und du kannst deine Pflege auch dann mal bitte wieder reparieren. Ach ja, wir haben auch sowieso noch Stärkung da, das heißt, zur Not kann ich auch das natürlich noch machen, klar. Kann er dich selbst sowieso nach unten schicken. Ohne Probleme. Seit Yamuit. Probier mal dein Glück nochmal. Wenn du nicht wegadaptet wirst, passt auch alles bei dir. Das ist eigentlich das einzig Wichtige. Der Typ mit seinen 48%. Sehr gut, soweit sieht es stabil aus. Oh Gott, ein Treffer. Oh Gott, jetzt bitte nicht nochmal. Und kein Adept, kein Adept, kein Adept. Yes. Nein, nein, nein. Uff. Er hat's geschafft. Das war wieder etwas intensiver. Da ist unser Donnerschwert gleich vor Schreck zersprungen einfach. Alles klar. Gut, dann muss es halt mal wieder repariert werden. Das lohnt sich auch entsprechend. Das ist seine Waffe der Wahl. Ohne Frage. Damit fährt Yamuit immer ganz gut. Ja, der hat nur 12%. Selbst wenn uns Pavise triggern sollte, ich denke, das ist realistisch machbar. Xenon muss er nicht unbedingt erledigen. Weiß nicht, ob Diamuid Xenon outspeeden kann. Naja, ich glaube, Diamuid ist einigermaßen schnell. Das ist so eine Sache, die könnte sehr knapp werden. Bin neugierig. Wie viel Speed hast du aktuell? 18, okay. Ja, das ist eine haarscharfe Sache, wenn dann. Weil Xenon ist auf jeden Fall schnell. Aber dann kann man das mal ein bisschen vergleichen. Ich glaube, ein Donnerschwert wiegt 5, oder? Ja. Interessant. Aber zu einer Diebesklinge wechseln lohnt sich auch nicht unbedingt. Er ist schneller so noch. Trefferquoten von uns beiden sind miserabel, aber er hat Adept und Folgeangriff, also. Ja, das muss er nicht unbedingt hinbekommen. Wobei Diamuid mit einem Leichtschwert wahrscheinlich durchkommt. Also ich könnte ihm echt einfach ein Leichtschwert noch gönnen. Damit hat er eine sehr stabile Trefferquote. Das macht wahrscheinlich unser Matchup einigermaßen sicher. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass er ihn so noch outspeeden kann. Ich glaube, das reicht nämlich dann.
sehen wir mal. Das wäre auf jeden Fall ganz interessant. Würde ich ganz gerne probieren. Ares hingegen, ich denke mal, ich kann hohe Erwartungen an dich haben ohne Probleme, weil du packst notfalls einfach dein Mistletain aus und die Sache hat sich erledigt. Insofern sollte man da keine großen Probleme haben, ne? In dem Fall erstmal die Eisenlanze. Können wir gegen die meisten Gegner wahrscheinlich problemlos nehmen. So. Aber so vor allem das nächste Kapitel, glaube ich, wird super nochmal von den ganzen Charakterentwicklungen. Da werden wir einiges vor uns haben, das ist klar. Auch wenn sich jetzt natürlich die Arena wieder zieht, ne? Das ist dieser typische Arena-Part. Klar. Jetzt werden halt alle nachgezogen, wie man es halt kennt. Sauber, Aras. Wunderbar. So einer billigen Eisenlanze. Aber es funktioniert ganz gut bisher. Ah, sehr schön. Gott, ich liebe es, wenn er mehr Resistenz sammelt. Immer weiter so. So, Luis ist wieder dran. Viel Spaß mit dem Schaden, irgendwas zu machen. Ja, ich denke auch, der Schildring auf Ares ist an sich eine ganz gute Sache. Das gefällt ihm auf jeden Fall. Hat ordentlich Def drin. Und damit kannst du schon einiges reißen. Ja, der ist schneller. Macht 23 Damage, das heißt, er hat uns nach 3 Hits. Oh Gott, der triggert Adept. Danke dafür. Ja, er hat uns auch noch getroffen. Dann probier es nochmal so. Ich wollte jetzt eigentlich zu Mistletain wechseln, aber es lohnt sich schon gar nicht mehr, wenn ich zweimal getroffen wurde. Achso, oh, verdammt. Ups. Naja, egal. Patty kann natürlich nochmal ihr Glück probieren, das geht auch. Hast du eigentlich noch irgendeine andere Möglichkeit zu healen? Du hast wirklich nur Stärkung dabei? Naja, okay, wenn du meinst, dann ist es eben so, wobei wir die durchaus in dem Fall erstmal einsetzen könnten. Hätte ich nichts dagegen. Zelef kommt jetzt natürlich an die Front und das heißt, ab jetzt ist dann wirklich der Vormarsch dran. Heißt, die anderen müssen dringend nachziehen, sonst wird das nichts, ne? Apropos, jetzt noch einmal kurz nachgucken. Also, Fee muss mit Zed sprechen, das ist alles, was übrig bleibt. Und wir regeln mal kurz das da unten. Du kannst mit Forsete dich in den Wald stellen, weil da kann ich dann nicht mehr treffen. Das wurde ja schon kalkuliert. Und du kannst mit der Kriegerlanze ihn endlich fertig machen, dann wird das Dorf verschont und später kann Arthur reingehen, das ist ganz gut. Sauber ein, schneller Crit und fertig. So lobe ich mir das doch. Genau, und so sind wir auch wieder weg. Ja, sie müsste ich mit einer Rückkehr halt irgendwann mal nach drüben stellen. Ich weiß nicht, ob wir das Secret Event realistisch triggern können. Ich muss mal gucken. Das könnte uns einfach dann wirklich zu viel Zeit kosten, sehen wir mal. Wobei, ich habe die Barrierenklinge auch eingesammelt. Das hat auch übelst viel Zeit gekostet. Insofern. Ja, Yucha braucht noch sein Geld, ne? Das ist noch wichtig. Gib Yucha sein Geld. Warte mal, wir können also noch ein bisschen nach vorne gehen. Kann trotzdem Larsay noch ziehen lassen, wenn ich möchte. Hier. Geld. Bitteschön. Und Feeball macht auf jeden Fall noch Arena. Feeball hat auch sehr realistische Chancen, dass er Level 20 erreicht und sofort zum Scharfschützen werden kann. Das können wir wahrscheinlich sogar jetzt noch schaffen. Achso, er hat auch den nervigen Kriegsmagier gegen sich, ne? Dieser Kriegsmagier zerlegt ganz schön viel, nur weil er so gerne Adept triggert. Das liegt wirklich nur daran. So nervig. Der Wahnsinn. Danke, mach ihn fertig. Oh nein, wirklich? Oh, ein Glück, wir sind ausgewichen. Und er hat nicht Adept getriggert. Oh mein Gott. Ja, ich denke, er schafft's, oder? Sieht eigentlich ganz stabil aus. Gegen Xenon packe ich mal kurz Yuffel ein. Ach, Quatsch, hat er ja gar nicht gegen sich. Der Gegner ist sogar etwas schwächer, den er dann hat, also das passt schon. Sauber, ey. Feeball ist wirklich einer, der richtig krass Damage reinhaut. Das ist der Wahnsinn. Der Typ ist der Hammer. Oh ja, guckt euch diese Werte an. Fantastisch. Geht einfach weiter und weiter. Was für ein Schütze. Wahnsinn. Genau, jetzt geht's noch gegen Jackson. Enttäusch uns nicht. Du hast die bessere Trefferquote. Sauber. Na also. Kein Thema. Yo. So schnell kann es gehen, ne? Bedenkt, dass er uns auf Level 9 in dem Kapitel gejoint ist. Das ist schon lustig.
Die Macht der Elite. Merkst du bei Feeball schon krass, ey. Das ist einfach ein super gutes Kapitel für Feeball, denke ich. Das bringt ihn einfach so viel. Genau, und Life braucht wiederum ein bisschen Geld. Das war das Problem. Das heißt, wir geben dir jetzt mal dein Geld. Dann kannst du die Elitebinde leisten, ne? Bitteschön. Warte mal, hatte ich die Elitebinde eigentlich auch verkauft? Ja, ne? Hatte ich schon gemacht. Aber du wirst der Letzte, der die Elitebinde nutzt. Da bin ich mir relativ sicher. Also sonst wird die auch keiner mehr nutzen jetzt hier. Ich kann Feeball zurückstellen, aber wir können auch wirklich ihn erst im nächsten Kapitel entwickeln. Das kommt jetzt ganz drauf an. Ich denke, letztendlich wird Zellif unten alles zerlegen. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Healing und das war's unten. Also, es gibt da gar nicht so viel zu tun, ne? Also, gönnen wir uns nochmal den nächsten Class Change, würde ich sagen. Das ist schon okay. Hab da nichts dagegen. Dann soll sich mal Nana unten anschließen, muss ich sowieso, weil wegen Fee, die ja noch zurückgeschickt werden muss, falls wir eine Chance auf Secret Event haben wollen. Und sie muss auch noch mit Zed reden, das kommt auch noch dazu. Also, ist ganz gut, wenn die jetzt alle schon mal auf dem Marsch nach unten sind. So, jetzt geht's euch allen wieder super. Das heißt, Live hat auch genug Geld für die Elitebinde, ja. Das heißt, Live macht jetzt nochmal die Arena. Ich denke mal, Live dürfte dann aber wirklich wenig Probleme haben mit seinen Stats. So, gönn dir die Elitebinde. Und wenn er es jetzt nicht ganz schafft, ist es, denke ich, gar nicht schlecht, wenn Live im nächsten Kapitel direkt zum Start auch noch die Elitebinde hat. Weil als Master Knight dann, das wird vernichtend sein für die Feinde. Und er muss sich dann sowieso mal ein bisschen mit neuen Zeugs eindecken. Das trifft sich also ganz gut. Kannst sowieso ja alles führen, außer dann die heiligen Waffen. Hast du alle Waffenränge, die du dir nur wünschen kannst. Yes, ich mag das immer. Das sieht immer so cool aus. Immer so stylisch bei Live. Großartig. Sauber. Geschwindigkeit und Resistenz mag ich. Heißt, er hat jetzt 10 Resistenz mit dem Aura-Ring. Wirklich? Dein Ernst? Yes! Stylisch. Sehr stylisch. Guck mal, dass wir im heutigen Part auf jeden Fall noch den Dorfbesuch unterbekommen. Das wäre noch ganz wichtig, aber wir sind auf einem guten Weg. Möglichst alles dann auch gesehen zu haben von diesem Kapitel. Keine Chance. Ja, ich glaube, Life wird hier drin alles direkt schaffen. Der hat jetzt schon so krasse Stats, ne? Das ist schon echt immens. Super. Gleich noch die Verteidigung auch mal auf 20 hochgepusht. Warum auch nicht? Okay, der könnte wieder zu Adept-freundlich sein hier, aber er macht mir nur 19 Schaden. Also selbst wenn er Adept triggert, komme ich da wahrscheinlich noch ganz gut durch. Yes. Sauber. Naja, klar, dass es sich durchmetzelt. Guter Kampfmann. Noch eine Runde. Jo. Gizmond ist als nächstes dran und dann ist Xenon dran und dann sind wir mit Life auch fertig hier. Elegant, jedes Mal muss er so einen Crit-Finish bringen. Das ist schon ganz schick, was er da macht. Yo, immer weiter so Live, immer weiter. Du machst das schon. Ich denke, es könnte auch so jemand sein, der nahezu alles Max später als Master Knight, weil einfach die Stat-Boosts dann auch noch drauf kommen. Das wird komplett insane. Okay, der Typ ist tatsächlich ganz spannend. Schon wieder ein Crit-Finish. Erstaunlich. Ist das jetzt in Mode gekommen bei dir, Live? So ein stylisches Finish? Ich habe nichts dagegen. Oh, dagegen habe ich aber was. Wow, okay, kein Wert bei Live ist echt krass. Das ist ganz schön trashig. Oh mein Gott, egal. Bisher ist er ja sehr, sehr gut, also mache ich mir da auch keinen großen Kopf mehr. Genau, du kannst die Arena später noch machen. Jetzt muss ich nur den Purgativ schon wieder aufbrauchen. Oh Gott, ey. Das hat mich irgendwie ganz schön getriggert vorhin. Dass es unübersichtlich werden kann, ist manchmal echt nervig. Warte mal. Du wurdest bewegt. Gott, das war jetzt alles nur dieser eine Zug, ne? Wahnsinn. Crazy. Ja, schicken wir dich dann wieder nach oben? Schicken wir irgendjemanden nach oben? Brauchen wir jemanden oben? Ich muss gerade überlegen. Ich will den Teleport verbrauchen. Der bringt mich ordentlich Erfahrungspunkte. Weißt du was? Wenn wir die Rückkehr noch ein paar Mal benutzen für die restlich ausstehenden Leute, dann benutzen wir jetzt den Teleport einfach hier drin, ganz im Ernst. Dann machen wir das so, dass wir den klassischen Move einfach pullen hier. So. Bitteschön.
für die Erfahrung. Macht sich einfach oft noch mehr bezahlt, ist so. Jo, dann sind wir hier erstmal durch soweit. Meine Güte. Ah, interessant, dass er es probiert. Ah nee, er nähert sich nur. Dachte schon. Oh, man kommt ja wirklich gar nicht durch. Das ist auch großartig, ne? Naja, egal. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier drin bleiben. Das heißt, wir machen dich jetzt fertig. Dieser Gauner hier muss erstmal weg. Sehr gut, einfach weggecrittet. Danke, Arthur. Weil er muss im Wald bleiben, er kann ihn nur im Wald bekämpfen. Sonst haben wir zu wenig Ausweichen, sonst besteht eine geringe Chance, dass unser Geld uns gestohlen wird. Juhu, was bringt euch hierher? Ihr müsst aber neugierig sein. Trotzdem danke, dass ihr hier in diese kleine abgelegene Stadt gekommen seid. Hier ist ein Diebesring. Legt ihn an, ihr werdet Dinge stehlen können, als hättet ihr nie etwas anderes getan. Juhu, passt auf euch auf. Okay, seltsame alte Frau mit ihrem Diebesring. Aber ja, der Diebesring. Stiehlt das Gold des Gegners, genau. Und das ist halt super praktisch, wenn du das einfach so hast in der Kombination. Das war dann so die Überlegung, weil Forseti ist was, was du sehr häufig reparieren möchtest. Eigentlich kann ich ihn ab dann komplett auf Forseti stellen, weil ich es eh regelmäßig reparieren kann. Und so können wir auch realistisch irgendwann mal Crit auf Forseti bekommen. Weil, ja, wir kriegen halt jedes Mal unser Geld zurück. Also in dem Fall ist es dann wirklich irrelevant. 1000 G kriegst du eh mindestens von Gegnern. Und viele geben noch deutlich mehr sogar. Ist immer klassenabhängig, was der Feind für eine Klasse hat. Kommandanten da manchmal auch mal ein bisschen mehr oder so, aber ja, ne, damit ist auf jeden Fall das geregelt. Dann kann ich Wind und Sauron verkaufen und dann macht er alles mit dem Diebesring. Schmieden wir immer wieder vor Seti hoch und gut los, ne. Das ist natürlich eine feine Sache. Deswegen ist das auf Arthur besonders cool gerade. Kriegt einfach das Gold zurück und dann, ja, machen wir vor Seti irgendwann mal mit Crit noch ein bisschen mehr OP. Warum nicht? Ja, Eufy kann das eine Dorf besuchen, das werden wir realistisch schaffen. Ich meine, Zelef braucht ein bisschen, bis er unten ist, also. Ja, aber ab jetzt geht dann der Vormarsch nach unten definitiv los. Auf jeden Fall. Insofern sind wir auf dem besten Weg. Life ist durch und so weiter. Ja, die meisten Arenen sind schon durch, die meisten Arenenfights. Du hast noch was vor dir, aber im Endeffekt ist es nicht mehr viel, ne? Das ist nur ein bisschen Arena und dann ist der Vormarsch da und fertig, ne? Easy peasy. Gucken wir mal, ob wir Fees Secret Event auch noch getriggert bekommen, aber wir sind, wie gesagt, auf einem ganz guten Weg. Ach ja, apropos Secret Event. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, müsste Zed irgendwie hier stehen? Na, wunderbar, das geht sogar. Ausgezeichnet. Dann machen wir das irgendwie so, dann kann ich Fee direkt mit Zed reden, dann kann ich Fee wiederum wegschicken. Okay, warte mal, Nana erreicht dich dort nicht. Goddammit, das ist ein bisschen schade, aber egal. Kann man nichts machen, ist dann eben so. Ja, bis zum nächsten Part, Leute.